So, und weiter geht's direkt. Ich meine, wenn ich schon mal dran bin, dann bin ich halt auch dran. Mit Cooking Fever. Ja, das ist auch ein Spiel, was ich auf dem iPad zumindest sehr gerne spiele. Da wird natürlich klar, es ist ein Gratis-Spiel, wird man mit ganz viel Müll gemeißelt. So, Cooking Fever ist eigentlich ein cooles Kochspiel, das zeige ich euch alles mal so ein bisschen. Du startest hier mit diesem Fastfood-Restaurant, das ist das einzige Restaurant, was du sozusagen in Klammern gratis kriegst. Von daher ist es gerade ein bisschen, hält sich das so in Grenzen. Kostet alles in meinen Augen ziemlich viel, Juwelen, aber du kannst sie auch gratis kriegen. Wenn jetzt zum Beispiel, hier habe ich natürlich das schon voll ausgebaut. Du kannst natürlich mit Echtgeld kannst du dir Juwelen kaufen. Habe ich jetzt hier bei diesem Spiel noch nicht gemacht. Ich habe da noch keinen einzigen Cent reingesteckt. Ich habe das alles so gemacht, dass ich oben siehst du, hier oben zum Beispiel siehst du, sieht man die Maus ja, hier oben zum Beispiel siehst du, dass ich schon bei 23 Juwelen bin. Und ich habe halt alles schon runtergehauen. Kriegst du eigentlich alles so ein bisschen gezeigt. Und ja, Juwelen kriegst du, wenn du so einen, du kriegst so einen Tageseinlog-Bonus. Und ja, du musst halt immer so alles so ein bisschen antippen. Ja, Burger und Hamburger und Hotdogs kannst du schon mal fertig machen. So, was haben wir denn hier? Zack, zack, du willst das haben. Du willst das in der Cola haben. Du willst einen Hamburger mit Tomaten haben. Super. So, was ich immer ganz gerne mache, bevor ich jetzt hier das Geld abräume, haue ich immer ganz gerne so ein bisschen meinen Vorrat vor. Das ist jetzt hier bei diesem Restaurant noch in Ordnung. Du brauchst eine gewisse Punktanzahl, um einen Stern zu bekommen. Damit du das Level sozusagen schaffst, brauchst du mindestens einen Stern. Und drei Sterne wären natürlich optimal. Aber wenn du deine Sachen wie ich halt schon auf maximales Level hochgeheigert hast, dann sollte das alles echt überhaupt kein Problem sein. Mit ein bisschen Übung natürlich, ne? Das ist jetzt halt auch nur, weil ich das schon, ja, spiele ich das schon Jahre? Ne, Jahre jetzt nicht, aber ich spiele das schon einige Zeit. Und von daher, kann man da eigentlich nicht, kann man da schon so eine gewisse Grundmechanik drin erkennen. Also Grundmechanik, so eine gewisse Fingerfertigkeit. Ist natürlich, habe ich mir diesen automatischen Bräter gegönnt. Du kriegst halt am Anfang hast du ein paar Juwelen, damit kannst du dir das Ding holen. Das hat sich für meinen Geschmack jetzt nicht großartig, hat sich schon bezahlt gemacht, das Ding. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Alle 24 Stunden, das erkläre ich euch gleich nochmal. Produzieren deine Restaurants ein bisschen Kohle. Und mit dieser Kohle kannst du theoretisch dann auch im Casino so ein bisschen spielen. Das ist die einzige Möglichkeit im Casino. Ich zeige euch jetzt einfach mal das letzte Level von jedem Restaurant. Ja. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 819 Kochmünzen verdient, 355 Trinkgeld. Das sind insgesamt 1174. Wir haben drei Sterne, war ja klar. Und unser aktueller Kontostand ist halt 1245. Wenn du nach 8 Tagen, der maximale Bonus, den du kriegen kannst, ist halt dieser Rückkehrbonus. Den hast du nach 8 Tagen oder nach 5 oder 6 Tagen, glaube ich, freigeschaltet. Das bedeutet, du kriegst jeden Tag, dann also alle 24 Stunden, Rückkehrbonus, wenn du regelmäßig online gehst, von 900 Münzen und 2 Diamanten sozusagen. Das ist ja eigentlich das, was halt sehr wichtig ist. Und wenn du auf so zum Beispiel hier links die Bäckerei siehst, du den Verdienst, bedeutet, je mehr Sterne du in diesem Restaurant hast, desto mehr Verdienst bekommst du. Ja? Wird auch erklärt hier.
Und du hältst alle 24 Stunden für jedes abgeschlossene Level eine Belohnung. Je mehr du spielst, desto mehr bekommst du. Bedeutet, hier habe ich jetzt 100% erfüllte Aufgaben, Levelstatistiken, alles mit 3 Sternen. Sprich 732, alle 24 Stunden kriege ich 732 Münzen von diesem Restaurant. Bedeutet, jedes Restaurant, was du freigeschaltet hast, das wird Stück für Stück freigeschaltet, gibt dir dann einen gewissen Geldbetrag. Hier zum Beispiel das Fußball, hier oder hier oben. Nehmen wir mal hier das Frühstückscafé, das habe ich jetzt noch nicht so viel, habe ich auch noch nicht so viel investiert. Das habe ich halt gekauft und so viel gemacht, wie halt ohne Juwelen ging. Da kriege ich jetzt nur 402. Und ja, diese Münzen kannst du sozusagen hier in dem Casino verspielen. Und wenn du halt Glück hast, kriegst du halt hier, was mir immer passiert ist, dass ich jetzt hier dreimal hier diesen Diamanten hier so bekommen habe. Und da gibt es dann halt 15 Münzen dafür. Ja. Wenn du jetzt mit einem Einsatz von 500 gespielt hast. Alles andere habe ich bis jetzt noch nicht so bekommen. Klar, natürlich Münzen habe ich noch bekommen. Aber es ist halt immer drauf, wie viel du halt verdienst. Ne? So, aktuell habe ich jetzt die... das hier habe ich 100% fertig. Das Fastfood-Restaurant. Dann habe ich die Bäckerei 100% fertig. Und das Gourmet-Restaurant, das rate ich auch jedem, der das Spiel spielt, weil das Gourmet-Restaurant, das werde ich gleich nochmal spielen, das gibt am meisten Geld. Das bedeutet, wenn du da jetzt alles 100% hast und auf Level, und das Level 40 halt, also Level 40 mit 3 Sternen erreicht hast und alles 100% hast, kriegst du da am meisten Geld raus, was du natürlich wiederum im Casino einspielen kannst, was dir dann, wie du oben siehst, natürlich wieder Münzen gibt. So, das indische Restaurant habe ich jetzt auch fertig gebaut. Was ich halt immer ganz gerne mache, bevor ich jetzt großartig losspiele, ist, und durch die anderen Restaurants kriege ich ja genug Kohle und kann auch dadurch Stück für Stück so ein paar Juwelen sammeln. Und die investiere ich dann ganz gerne in Verbesserungen und spiele dann immer so weit, wie meine Verbesserungen mich bringen. Ja, bedeutet, ich habe jetzt hier 8 Level gespielt sozusagen in dem Sushi-Restaurant und kann hier natürlich, will jetzt den Thunfisch in den Seetang noch verbessern. Dann muss ich weiterspielen, dass ich zum Beispiel hier, er wird auf Location Stufe 18 freigeschaltet, dass ich die Orangenlimonade freispielen kann. So gehe ich halt ran und damit komme ich eigentlich super klar. Ich möchte jetzt hier in diesem Show-Off sozusagen, es wird ein kurzes Show-Off, von jedem abgeschlossenen Restaurant, wo ich weiß, dass ich da 100% habe, auch mal das letzte Level machen, um einfach mal die größte Vielfalt zu zeigen. Und ich finde, im letzten Level, jedes Restaurant hat 40 Level. Muss zum Bestehen halt mindestens 1 Stern halt drin haben, aber 3 Sterne ist natürlich, sollte natürlich klar sein, weil du auch dementsprechende Aufgaben kriegst. So, mein Ziel 800. Hier finde ich es immer so ein bisschen schwierig vorweg zu planen, weil hier die Leute immer so ein bisschen variieren. Aber in der Regel kannst du so gewisse Kombinationen abgrenzen, ja. Zum Beispiel, du backst hier Kuchen, die musst du halt in den Ofen schieben und dementsprechend hast du hier an der Seite die Soßen, die sie haben wollen und unten der Fruchtbelag. In der Regel ist es so, dass der gelbe, der Zitronenfruchtbelag, ganz gerne mit Heidelbeeren gesehen wird, der Sahnefruchtbelag mit Erdbeeren und der Schoko. Die Schokosoße sozusagen immer ganz gerne mit Pfirsichen verteilt wird. Das sind so die gängigsten, die Standardkuchen. Und dann musst du natürlich hier links die Getränke, die füllen sich selbst nach. Da muss man nicht viel machen. Von daher alles gut. Und natürlich hier unten immer hier so ein Smoothie machen. Der besteht hier aus Kiwi. Und immer schön gucken, dass man da einigermaßen fix bleibt. Manchmal wird auch die Vanillecreme so benutzt. Hier Sahne, Vanille, Vanille, Erdbeer, Schoko und Pfirsich. Jo, das ist eigentlich ganz cool. Du kriegst bis zu einem gewissen Level, bis zu einem gewissen gewisse Art von Level kriegst du unterschiedlich viel Geld. Also hier oben rechts sieht man die XP, die dann halt auch steigen mit jedem Level. Also mit allem, was ich halt verkaufe. Und dementsprechend kann ich auch irgendwann Level abbekommen.
Was mir sehr gut gefällt, ab einem gewissen Level, das stagniert nicht bis ins Unendliche, sondern ab einem gewissen Level gibt es halt Maximum. Ja? Das bedeutet, die ersten paar Level, du kriegst halt immer ein bisschen Kohle und ein paar Juwelen. Und das stagniert sich dann am Ende, ja. Ich glaube, ab Level 20 brauchst du immer für jedes Level ab, brauchst du dann, wie heißt's? Für jedes Level ab brauchst du dann einfach irgendwann gleich viel. Wie soll ich das erklären? Brauchst du dann für jedes Level ab gleich viel XP. Hier 10.000 zum Beispiel. Die Zeit darf natürlich nicht ablaufen, sonst hauen dir die Kunden ab. Und dann kriegst du aber auch andere Sachen nicht mehr. Ja, das bedeutet sowas wie, ich krieg jetzt pro Level ab, glaube ich, waren das 8.000 oder 7.000 Münzen und 7 Juwelen. Und das steigert sich natürlich nicht mehr, ja. Also egal, was für ein Level ich jetzt habe, ab einem gewissen Grad gibt es halt nicht mehr Kohle und nicht mehr Juwelen, aber du musst auch nicht mehr XP halt sammeln. Das finde ich persönlich eigentlich ganz gut, dass das so ab einer gewissen Zeit gemacht wurde. Und von daher finde ich das immer ganz chillig. So, wir haben jetzt die Bäckerei gemacht. Jetzt zeige ich euch das indische Restaurant. Ja, irgendwann, man muss es da einfach üben, so bis man halt zuletzt halt drankommt, hat man einfach seine, hat man einfach irgendwann seine Routine und seinen Aufbau. Ist das Mikrofon schon wieder am Rumeiern? So. An dem Level werden die Suppen ganz gerne gesehen. Ups, das war jetzt doof. Hähnchen mit Salat und Sojasauce. Super. Ja, manchmal passiert es halt, dass dir was kaputt geht. Da musst du dann natürlich reparieren. Das kostet dann auch eine gewisse, ein bisschen Kohle. Also das Game an sich ist schon ganz chillig, ganz nett. Damit kannst du dir den einen oder anderen Abend schon mal vertreiben. Vor allem, wenn du dann im Bett stehst und nett... die heißt, wenn du dann im Bett sitzt und nicht schlafen kannst. Jo. So, weiter geht's. Du brauchst das wieder aufsetzen, das auch aufsetzen. Du kriegst das Zeug, Kohl, Sojasauce, Hähnchenschenkel, Suppe. Und weiter geht's. Gut. Suppe, Lachsröllchen. Hähnchenschenkel mit Reis und Sojasauce, Krabben mit Reis und Sojasauce, du willst einen Grüntee, Suppe und ein paar Shrimps oder Krabben. Weiß ich nicht genau, was das sein soll. Suppi Duppi. Wie viele Gäste haben noch? 11. Ja, hier zum Beispiel verdient man nicht so viel Geld. Im letzten Level sozusagen, von daher spiele ich das eigentlich nur zum Zeigen. In der Regel spiele ich immer dieses Hotel-Level, weil das Hotel-Level einfach am meisten Kohle halt gibt, ne? Und das ist ja dann klar, wenn man jetzt am Farm ist, macht man meistens das, was sich am meisten rentiert. Das muss ich euch ja nicht erklären. So, das und noch eine Suppe. Eine Nudelsuppe mit Schweinefleisch. Süß-sauer. Jo. Ja, Clash of Clans nervt nicht. Gut, 1414 ist jetzt nicht viel. So, wir haben 3000 Münzen. Ich muss ordentlich einsammeln.
Jetzt spiele ich halt das andere. Ich habe jetzt den Bäcker gesehen. Wir haben jetzt das China-Restaurant gesehen. Das Fastfood-Restaurant haben wir gesehen. Dann können wir gleich nochmal die Erfolge so durchgehen, was bei mir noch so offen ist. Je schneller deine Gäste... Ja, ja, ist klar. So, das erfordert Fingerfertigkeit. Das ist nämlich hier 1715 natürlich dann schon viel. Ist immer so ein bisschen schwierig. Hier muss ich mich auch am meisten konzentrieren bei dem Level. Weil das ist das Schwierigste. Ich glaube auch, das ist insgesamt das Schwierigste. Das Schwierigste ist nämlich daran, die ersten Gäste nicht zu verlieren. Die haben nämlich nicht so eine hohe Geduld. Ihr merkt aber auch gleich den Unterschied. So, warum ich genau dieses Level so gut kann, liegt einfach daran, das ist das, was ich am meisten mache. Und irgendwann hast du einfach im Kopf, was die Leute so bestellen oder wie du das am besten vorbereiten kannst. Ich lasse das Geld immer so ein bisschen liegen. Bis ich halt meine Sachen vorbereitet habe. Dass ich die Leute ziemlich schnell bedienen kann. Ich hoffe, das geht mit dem Kommentieren noch ganz gut, bevor ich jetzt hier mich so stark konzentriere. Dass ich komplett die Klappe halte. Ich möchte aber auch jetzt nicht so wenig hier meine Gäste so großartig verlieren oder so. Von daher gucke ich jetzt nicht so häufig in die Kamera. Gut, hier warten immer so ein paar Gäste. Du kannst natürlich auch, wir gucken uns gleich nochmal an, was du da alles so verbessern kannst. Damit man mal sieht, was muss man denn alles verbessern und was hat welchen Wert. So, Nudeln mit Ei und Thunfisch und Spinat. Das gleiche und dann noch ein Eistee. Du kriegst Maronen, Nudeln, Thunfisch, Ei und Spinat und einmal ohne Ei. Und weiter geht's. So, die Maronen können weitermachen. Die dürfen nicht verbrennen. Ich brauche noch mehr Thunfisch, bevor ich jetzt hier weiter starte. Das müsste aber ausreichen. Super. Gut. Kommt ihr nächsten Gäste. Ich habe das Mindestziel schon gleich erreicht. Es gibt, glaube ich, auch am meisten Erfahrung. Heute ist wieder hier relativ warm im Zimmer. Liegt einfach daran an den Greenscreen. Kaum Luftzirkulation. Und allem drum und dran. Es ist halt bei der Aufnahme immer so ein bisschen schwierig, weil ich dann gefühlt auch hinten Stoff habe. Und das isoliert dann natürlich eine gewisse Zeit. Und wenn ich dann Spiele, wo ich halt ziemlich fix sein muss und mich auch bewegen muss, dann kann das halt schon mal sein, dass man schön Schweißränder auf der Stirn hat. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass hier die Facecam nicht so groß ist. Ich hatte mal, als ich noch Florencia Let's Plays in so ein Geschiss gemacht habe, hatte mich mal jemand gefragt, warum machst du denn kein Puder? Dann habe ich mir so gedacht, ernsthaft bin ich jetzt hier ein Modepüppchen oder was? deine Stirn ist ja... Das ist so, weißt du, das ist mal wieder so typisch Florencia, weißt du? Auf der einen Seite wollen sie dann rum, ja, es ist keine Facecam, es ist das nicht, es ist das nicht, es ist das nicht. Dann versuchst du das so einigermaßen zufriedenzustellen und dann gibt es immer wieder irgendwas, ja, das muss verbessert werden, das muss verbessert werden, anstatt einfach mal den Content zu genießen. Nein, es muss immer irgendwas verbessert werden, so. Und dann wirst du natürlich auch gleich mit den größten Sachen verglichen. Diesmal ändere ich mein Layout, weil ich nur noch 3 Gäste habe. Und die Gäste bestellen, da
Die Gäste bestellen ja immer 2 Portionen. Und im letzten Aufruf bestellen 2 von den 3 Gästen halt eine Nudelportion. Die anderen mit diesem Lauch oder Porree ist das. Und 2 bestellen Icy, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel gemacht. Werdet ihr sehen. So, kriegst du. Und du willst das da und Icy. Super, fertig. Jo, das hat uns jetzt 3144 Geld eingebracht und ordentlich was an Münzen. Puh. Haben wir jetzt alles so fertig gemacht. Was zu machen ist, die anderen zeige ich halt später. Jetzt gehe ich hier mal hin. Kannst du natürlich verschiedene Verbesserungen machen. Die Interieurverbesserungen sind halt dafür da, dass deine Gäste längere Wartezeiten haben. Bedeutet, dass dieser grüne Balken, wo sie zufrieden sind, nicht ganz schnell runtergeht. Das andere sind halt Küchenverbesserungen, bessere Qualität für Tee oder Portionen auf einmal und so weiter und so fort. Das ist ja klar. Hier Seetang zum Beispiel, wenn ich den verbessere, kriege ich anstatt 6 Münzen halt 7 Münzen pro Portion. Beim Thunfisch ist es halt genauso und kriege halt ein bisschen Kohle dafür. Lachs habe ich schon verbessert, das ist halt, ist halt Sushi. Und hier kannst du dann Interieurverbesserungen machen, die machen dann immer unterschiedliche Sachen. Da gibt es dann hier zum Beispiel dieser Spielautomat, der ist jetzt am teuersten. Der zum Beispiel bringt dir halt extra Gäste, bedeutet pro Level, wenn du den voll aufgewertet hast, kann es passieren, dass du da zum Beispiel 3 Gäste mehr bekommst, wo du dann auch dementsprechend deinen Soll erfüllen kannst. Alles andere ist meistens nur dafür da, um hier diese 3 Werte zu die 4 Werte zu verbessern. Zusatzgäste, Wartezeit der Gäste, Trinkgeld und Trinkgeldzeit. Und ja, das ist halt dieses Interieur. Damit fängst du halt relativ low an und wenn du halt, du kannst halt alles verbessern. Du hast nicht alles automatisch, manches kannst du mit Münzen machen, vieles, sehr, sehr vieles, das ist ein Nachteil von dem Spiel, kannst du wirklich nur mit Juwelen machen, das ist sehr juwelenlastig, das Spiel. Das bedeutet, entweder farmst du halt wirklich groß, so wie ich, ohne Kohle, dann dauert das halt wirklich sehr, sehr lange oder du machst halt spielst es halt ziemlich häufig oder ziemlich schnell. Oder aber du investierst halt Geld. Ne? Hier kannst du bei jedem, hast du zum Beispiel gewisse Ziele, die du erreichen musst. Hier zum Beispiel bereite 150 Maki-Sushis vor, serviere 50 Limonaden, verbessere Lachs, Thunfisch, Avocado auf die höchste Stufe. Ist ja dann bei mir jetzt auch bald der Fall. Und dann kriegst du halt XP, ein bisschen Kohle. Und da kannst du dann natürlich auch insgesamt Erfolge, also für jedes Restaurant gibt es gewisse Aufgaben, wo du halt deine Aufgaben bekommst. Die schließt du automatisch ab. Und hier natürlich auch Erfolge, die geben dir auch ein bisschen. Hier zum Beispiel, was habe ich denn schon alles? Gehen wir das mal ganz kurz durch. Gewinner, schließe 21 Level ab, ohne einen Gast zu verlieren. Verliere 7 Gäste in Folge, verliere 7 Level in Folge, keine Gäste, spiele das Spiel 10 Tage in Folge, spiele 1 Stunde am Stück und so weiter und so fort. Und da kriegst du halt immer so ein paar Sachen, ein bisschen XP und ein bisschen Kohle. Und jo, was haben wir denn dann? Was habe ich denn da als nächstes noch offen? Natürlich baue 5 Restaurants komplett aus, da bin ich ja jetzt dran. Spiele insgesamt 250 Level mit 3 Sternen in einer deiner Restaurants ab. Da bin ich halt auch dran. Verbessere 7 Restaurants komplett. Habe ich jetzt natürlich auch nur 4 Stück. Schließe alle chinesischen Restaurants ab. Habe ich das nicht oder war das indische Restaurant? Chinesischen Restaurant-Level habe ich nur 15. Das ist doch das chinesische Restaurant, oder? Warum? Sushi-Meister. Das ist aber das Sushi-Restaurant, nicht das chinesische. Okay, ist ein Übersetzungsfehler. Gut, Restaurant-Level. Naja. Profi für englische Küche, schließe alle Frühstückscafés. Ist klar, das ist natürlich Pizzeria und so weiter und so fort. Bestes indisches Lokal habe ich auch noch nicht. Hier ein anderer Weg zum Erfolg. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Irgendwo gab es dann auch. Gibt 5000 Münzen oder so aus. Wo waren das?
Vielleicht habe ich das schon. Gewinne im Casino 1000 Münzen mit einem Dreh, habe ich schon hinbekommen. Gib 10.000 Münzen im Casino aus, das ist klar. Erhalte 5.000 Münzen als Tagesbelohnungen. 200 Level. Wo gibt es denn die Statistiken? Gibt es da irgendwas, wo man sehen kann, wie viele Juwelen ich ungefähr ausgegeben habe? Streng mich an, wenig. Alles verbessert. Gibt 200.000 Münzen aus, 50.000 Münzen, 10.000 Münzen. Hier gibt 2.000 Diamanten aus. Wie gesagt, kein Geld ausgegeben, aber 2.000 Diamanten, wie viel wären das? Das wären umgerechnet, ja, boah, 5.000 Diamanten, 109 Euro, leck mich doch am Arsch. Die haben doch echt einen Arsch offen. Also wie gesagt, was kohlmäßig angeht, das ist hier extrem hart. Wenn du mal bedenkst, hier nehmen wir mal Fußballstadion. Interieurverbesserung zum Beispiel, ja, da kannst du dich dumm und dämlich bezahlen. Und du musst das Restaurant ja vorher auch noch kaufen. Also echt Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, versucht es so gut es geht. Kosten da alle so drei Sachen und hier die Stufe 3, das sieht halt alles hier noch ein bisschen leer aus. Zum Beispiel, wo haben wir es denn hier? Monitor habe ich schon fertig, hier Anzeigetafel. Das ist die, die da glaube ich ein Zusatzgast, hier Zusatzgast, gelb. Und die kostet natürlich 7 Münzen, ist natürlich schon ordentlich. Und ja, die Interieurverbesserungen sind auch nicht unbedingt besser, die kosten auch richtig Asche. Also da kannst du dann so mit 200-300 Münzen bist du im Restaurant nicht unbedingt, wie heißt's, nicht wirklich. Also für 22 Euro kriegst du kein Restaurant fertig ausgebaut, wenn es danach gehen würde. Ist halt so. Und das ist halt sauhart. 300 Juwelen extra für 21 Euro, ist klar. Ja gut, doch, das ist ein Angebot, stimmt, da kriegst du halt 600 Juwelen, aber der Normalpreis 300 Juwelen für 22 Euro hier. Und damit kriegst du, glaube ich, kein richtiges Restaurant fertig. Naja, 5000 Münzen gratis brauche ich jetzt nicht. Mal gucken, ob ich hier in meinem Sushi-Restaurant schon was verbessern kann. Also wie gesagt, alles ohne Geld eingemacht, das ist schon echt. Wenn du da rüber guckst und weißt, du hast nicht einen Cent dafür ausgegeben, dann kannst du dir da schon echt auf die Schulter klopfen und kannst sagen, hast du da schon in dem Spiel was geleistet. 27 Minuten, ja, so halbe Stunde, das ist eigentlich immer ganz gut, um ein Spiel zu präsentieren. Super! Das kann ich auch noch machen, da muss ich jetzt offscreen noch ein bisschen Kohle farmen. Hier kosten nur 10 Diamanten, wir haben ja noch 13, jetzt brauche ich aber trotzdem 6500 Münzen. Wie gesagt, mache ich ganz gerne, ist ein ganz chilliges Spiel, vor allem wenn du dich mit jemandem unterhältst und du kannst es so gut, dass der Rest eigentlich schon so nebenher läuft. Also von daher, easy peasy lemon squeezy. Hoffe, das hat euch gefallen. Das lade ich jetzt auch hoch, weil während die Aufnahme halt läuft, lädt halt Clash of Clans hoch. Und ich denke mal, was ich halt hinter mir habe, habe ich hinter mir. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mir jetzt hier so eine Liste gemacht mit Games, die schon hochgeladen sind, weil Games, die ich noch vorstellen will. Und irgendwann ist dann auch die Odyssee halt vorbei. Und naja, das Spiel ist jetzt nicht geeignet für ein Let's Play oder so. Von daher denke ich mir auch einfach, ja, braucht man nicht. Es gibt natürlich noch so ein Video, wo man angeblich mehr Juwelen kriegen soll. Das bedeutet, man klickt hier auf das Rad, auf das Casino, macht seinen Münzeinwurf und drückt dann direkt auf das X. Und wenn man dann wieder ankommt, soll man irgendwas bekommen. Das ist aber totaler Schwachsinn. Damit tust du eigentlich nur schneller Juwelen drehen, weil das Einzige, was du bekommst, ist halt, es ist festgegeben. Ob du gewinnst oder verlierst, von daher das Einzige, diese Drehanimation siehst du halt nicht. Von daher, wenn ihr jetzt irgendwie auf YouTube seht, so und so kriegt man viele Münzen oder sonst was, entweder läuft es auf einem gejailbreakten, gehackten Spiel oder aber die ganzen Rezensionen sind totaler Schwachsinn. Ich habe das auch selbst ausprobiert und das ist totaler Müll. Also auch länger als nur ein, zwei Mal, totaler Schwachsinn. Der Typ, diese Videos, die da halt hochgeladen werden, wenn du da genau guckst, der probiert es einfach nur 1000 Mal, drückt halt X, damit es halt schneller vonstatten geht und mehr ist das nicht. Also von daher totaler Quatsch. Die Winrate wird nicht höher gestellt und du gewinnst auch nicht permanent irgendwie 1000 Münzen, wie es andere halt beschreiben. Das sind irgendwie gekaufte Kommentare, um das halt, das Video zu promoten. Also von daher Schnurz. Wir sehen uns. Macht's gut. Ich mache vielleicht noch eine Aufnahme. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin, kann ich auch drei Aufnahmen am Stück machen. Von daher, macht's gut.
bleibt sauber und ja, hoffe, ich konnte euch das Spiel so ein bisschen näher bringen. Bye!